Recht herzlich willkommen zur 50. Folge von Europa Universalis 4 mit England. Ja, wir haben letztes Mal noch den Krieg unterstützt der Österreicher, haben unsere Flotte noch zum Schluss oder ziehen unsere Flotte gerade noch zusammen. Das sind dann ja so ein paar Leutchen mehr da. Dann wollen wir mal gucken, dass die auch zusammenkommen und dann müssen wir überlegen, wie weit wir da was machen. Ne? Agent entdeckt. Flandern, okay. So, das ist jetzt die Flotte, die müssen wir jetzt zusammenziehen. Das sind jetzt 8 Schiffe. Davon werden noch 4 produziert, ne? So, dann sollten wir überlegen, dass wir die bemannen eigentlich. Lass uns die mal in den Ärmelkanal fahren. Okay. Okay, das heißt, wir hier drüben haben mal das besetzt, oder? Richtig, genau. Das bedeutet, wir haben hier nochmal Norwegen. Dann müssen wir den langen Weg da rumlaufen, aber das sollten wir tun und das auch besetzen. Der Stand liegt bei 5% da unten gerade. Wer ist das hier? Die Schweiz, okay, gegen Britannien. Kurze Pause, was ist das? Defensive erhöht bis 20. Juli mit folgenden Auswirkungen. Festungsverteidigung plus 20. Und England erhält Offensive erhöht bis... Ja, das ist jetzt... ja, was machen wir? Das ist defensiv, das ist offensiv. Da wir gerade im Krieg sind, wird es wahrscheinlich mit offensiv besser sein. Gut. Das waren jetzt die Leute hier, oder? Nee, das waren die da drüben, ne? Die haben zurzeit keinen Anführer, marschieren da aber rum. Ja, lass sie mal marschieren. Machen wir das aus. Ich gehe mal von aus, dass wir nur da noch Norwegen haben hier, oder? Britannia hat sich hier noch sesshaft gemacht, interessant. Das sind, glaube ich, Spanier, oder? Ne, Kastilien. Und ich glaube, sonst sehe ich hier jetzt aber nicht noch Norwegen, oder? Französisch, okay. Und hier unten ist irgendein anderes Land. Okay. Läuft erstmal so weiter. Dann sollten wir schauen, dass wir unsere Truppen hier aufs Schiff kriegen, ne? Okay, das müssen wir dann anders gestalten, indem wir da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mehr ging da ja nicht drauf, glaube ich. Haben wir gewonnen, okay. Okay. Und die 9 müssen aufs Schiff. Ha? Wieso können die denn nicht aufs Schiff? Jetzt geht's aber, oder? Kriegsgrund gegen Schweden. Ich sehe nicht, dass die darüber gehen wollen. Ah, das sind nur 8. Super, hat wieder gut geklappt, ne? Okay. Aber vielleicht... Nee, das dauert noch zu lange. Das heißt, da machen wir einen raus. Diese Einheiten wählen und aufs Schiff laufen lassen. Okay. Händler gestorben. So, diese Schiffe können wir ja jetzt irgendwo hinschicken. Und ich hatte jetzt gedacht, hier unten an Savoyen. Beziehungsweise Provence. Savoyen ist ja auf unserer Seite, ne? Was ist jetzt hier? Welche von denen? Okay. Und die kann ich da jetzt hinbringen. Und das machen wir erstmal. Mal schauen, was da passiert. Diese eine Truppe kann wieder darüber und die können wir dann auch wieder ein. Gut. Was passiert auf der anderen Seite vom Wasser? Unsere Truppen sind schon auf halbem Weg. Bin ich gespannt. Die kommen jetzt da unten rum, alles klar. Da hat wahrscheinlich irgendwer wieder... Oh Mann, das ist aber eine Weltreise dann, ne? Ich glaube, das können wir dann auch vergessen, oder?
Lasse laufen erstmal und gucken wir, was dann passiert. Okay. Gut, was wir denn hier noch so? Dann können wir noch was machen. Das geht noch nicht, ne? Ne. Mal zurück. Also hier hätten wir erwartet Nachschubs. Verschleißarmee. Okay, das müssten wir dann definitiv machen, ne? Aber wir gucken mal gerade erst hier rein. Stürmen und schießen. Ich glaube, wir machen das erst voll, weil das ist da wichtiger. Gut. Unsere Truppen sind schon angelandet, ja. Dann geht mal dahin. Nee, das soll nicht so sein. Marschiert da erst hin. Drüben haben wir gewonnen, okay. Okay, Provence wird besetzt. Der Stand ist ausgeglichen und da kommen die von der Provence oder wer auch immer. Elsass, super. Und da kriegen wir einen auf den Schädel. Und da werden wir gleich noch einen auf den Schädel kriegen, gehe ich von aus. Weil die nachrücken, ne? Ja, bringt da nicht ganz viel hier, ne? Jetzt mal über. Das war kein Erfolg, obwohl wir 2% gerade haben. Ja. Flotte. Was ist mit den Johannitern hier unten? Das kriegen wir nicht hin, warum wir gar nicht versuchen. Florenz ist noch da. Okay, da kommt noch eine. Wer ist denn das? Ach, Provence ist das, okay. Ich glaube, auf dem Meer sind wir vielleicht ein bisschen besser dran, ne? Auch nicht wirklich. Das war's dann auch. Na super. Okay, da kam uns zum Glück jemand zur Hilfe. Aber unsere Truppen können wir dann mal nach Hause schicken. Das hat ja wieder nichts gebracht, ne? So, hier ist irgendwas. Nein. Andere Seite gucken, was da noch los ist. Wo marschieren unsere Leute? Quer durch Amerika. Wahrscheinlich sind die irgendwo kaputt gegangen schon, oder? Ne, da unten sind sie. Interessant. Ja, die gehen auch noch da lang. Britannien ist verbündet, deswegen dürfen wir da lang. Auch sehr schön. Gut, okay. Können in eine neue Technologie investieren. Dann machen wir das mal sofort. Und das haben wir geschafft. Handelskriegsgrund gegen Hamburg. Und das ist die Militärregierungs Regimentscamp. Okay. Das ist schon mal positiv gelaufen. Ah, das ist hier. Okay, machen wir gerade Pause. Ja, was ist der Unterschied? Diplomatische Macht, zack, weg. Ja, Savoyen ist raus. Österreich war wohl nichts mit. Wir gewinnen den Krieg, ne? Weil Savoyen besetzt ist. Haben die schon den. Sind die schon gekniffen, ne? Toll, oder? Ist die Frage, wie weit läuft's hier? Ungarn ist doch auf unserer Seite, ne? Ich glaube schon. Ja, weiterlaufen lassen. Anders geht's nicht, ne? Machen wir dann erstmal da. Das wäre da noch, aber da wollen wir ja hier erst. Obwohl, warte mal. Das würde noch gehen. Kolonisten noch dazu.
Das letzte wäre dann noch Einheitenlimit Flotte. Plus 25 bringt mir alles nichts. Freischalten ab 10, wir haben erst 9. Administrative Technologie. Ist hier oben. 50% dauert noch. Okay. Unsere Flotte ist hier. Total zusammengeschossen. Die bringen wir wieder an Land. 100. 187 Mann. Wow. Da sind noch zwei Schiffe übergeblieben. Warum, wieso, keine Ahnung. Auf jeden Fall müssen wir unsere veralteten Schiffe jetzt auf Vordermann bringen. Veraltete Schiffe ablösen. Das sind nicht die veralteten. Aha, 3 und 3. Passt dann schon, ne? Das sind die veralteten. Gut, dann lösen wir die auf, oder? Ja. So, und diese müssen wir ausbauen. Eins da, zwei da, eins da. Und da kommen ja noch welche raus, ne? Also ein Großschiff haben wir noch. Okay, lass das mal so. Darlehen zurückzahlen. Gut. Um 97 haben wir da oben noch. So, was können wir denn hier so alles nochmal gucken? Da ändert sich nichts. Das ist schon klar. Da sind wir kurz vorm Stufenanstieg da vorne. Ne, da wollte ich hin. 8,1 haben wir da. Wow. Das können wir nicht machen. Hier haben wir jetzt nur noch zwei Darlehen. Das ist schon mal gut so, ne? So. Schiffe werden mehr. Die Truppen schicken wir mal dahin. Die Norweger sind da auf der Insel mit einer Einheit. Hol auf. Okay, das heißt, wir müssen mal gerade gucken. Der Krieg ist ja Dingens, wir haben nichts davon gehabt, außer dass unsere Truppen jetzt hier irgendwo in der Walachei stehen. Aber dann schicken wir die mal nach dahin. Ne, es geht jetzt nicht, oder was? Ach so, da ist zu, ne? Ne, dann mach das mal abbrechen. Können die auch da lang laufen? Ja, die können auch da lang laufen, dann laufen die auch wieder dahin. Passt dann schon, ne? Gut, der Krieg war dann für uns nicht sehr erfolgreich, aber ist halt so, wir haben zig Schiffe verloren, auf Deutsch gesagt. Das war das Einzigste. Truppen geht. Ja, die Österreicher haben wahrscheinlich verloren dann, ne? Gut, Tja. Dann können wir jetzt in Ruhe erstmal hier durchgucken. Das war klar, das haben wir schon drüber gesprochen. Da sind wir gleich durch. Warte, wir können noch laufen lassen gerade. 8,22, das ist gut. Das Senken lohnt noch nicht. Militäringenieur, okay. Wir haben 121. Lass mal gerade noch mal gucken, wie viel brauchen wir immer so. 250 rundweg. Gut. Und haben wir den Handelskriegsgrund gegen Hamburg? Ja, auch schön. Und die Truppen laufen da lang. Das passt dann schon mal erstmal, ne? Okay, ein paar Indianer unterwegs noch massakrieren. Gar kein Problem, ne? Österreich schrumpft immer mehr. Ich weiß nicht, ob das noch ein guter Partner ist. Wir müssten mal hier reingucken. Diplomatie hier. Bündnis. Wie sieht denn das da aus? Ganz schlecht, okay. Und unser schwedischer Kollege, wie sieht es bei dem aus? Oh, da sieht es besser aus. Und müssen wir mal gucken, dass wir die noch ein bisschen zufriedenstellen, ne? So, was brauchen wir denn da so? Hm.
Unsere Armeestärke ist zu schwach. Und die Flottenstärke ist auch zu schwach. 18. Also, das bedeutet, wenn wir unsere Flotte weiter ausbauen, was wir ja sowieso machen müssen, dann klappt das. Nee, ich will jetzt erst die Schulden loswerden, weil das müssten wir schaffen. Die schicken wir erstmal hier hin, zu einem Hafen irgendwo. Und dann die Säge erstmal reparieren wahrscheinlich oder sowas. Die 91 kann dann noch heile werden, ne? Genau. Gut. Können in eine Technologie investieren, Handelskompanie. Okay. Okay. Und hier. Machen wir auf jeden Fall. Weil wir müssen unbedingt besser werden, ne? Egal wie. Jetzt können wir eine Brick bauen. Handelseffizient auch erhöht. Das bedeutet. Rekrutierungsmeister. Das bedeutet, wir können jetzt mal hier reingucken. 866 läuft, ne? Das ist durch erstmal. Gut. Wie sieht denn das mit der Korruption eigentlich aus? Wird ausgerottet. Die Truppen sind auf dem Weg nach Hause. Zeit der Operation steht in 2 Monaten. Mhm. Wenn ich das. Habe ich jetzt da drauf geklickt, passiert aber nichts. Auch schön, ne? wo mussten wir denn jetzt hier noch hin? Wir könnten uns einen Berater sogar leisten, ne? Haben wir Schweden im Angebot, 888. Wir wollen ja erstmal die 229. Wir sind kurz davor, noch einen Kredit abzulösen. So, hier war das, ne? Boah, das ist natürlich schlecht, ne? Und das wahrscheinlich noch nicht mal fertig, oder doch? Zehn diplomatische Nacht. Das war die Mitte, ne? Boah. Nee, dann nehmen wir nur die 10, das reicht schon dann. Da müssen wir da. Handelseinfluss plus 10%, das ist doch schön. Okay, Kastilien den Krieg erklärt. Philosoph gestorben. Läuft, ne? Gut, aber wir sind jetzt gerade am Punkt, wo ich sag mal, wir machen eine Pause. Hier sind wir an der Druckerpresse, die bei uns natürlich noch als einziges wahrscheinlich nicht durch ist, wie man sieht. Können wir auch gar nicht jetzt gerade fördern. Das ist wieder mal so richtig schlecht. 1363. Hier sieht es auch schlecht aus, aber da sind wir schon bald weiter wie damit. Aber dadurch kriegen wir immer unsere wunderbaren Mali hier. Plus 50 auf Technologiekosten, ne? Das läuft, oder? 8, fast 9 Dukaten kriegen wir. Ja. Das ist jetzt weg. Das ist aber auch nicht schlimm. Hier sind wir ja Stufe 9. Gut, dann würde ich aber auch sagen, soll es erst reichen. Wir. Wieso kriege ich die Karte jetzt? Ah, hier ist die Karte. Okay, dann kriegen wir es so hin. Ja, danke fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.